Und herzlich willkommen. Wie man sieht, begrüße ich wieder mal mit einem Level-Up-Screen. Herzlich willkommen zu Stardew Valley spielen. Ich wollte den Satz noch vorher beenden. Genau. Level-Up-Screen. Kampf-Level-Up. Ich habe eine Schleim-Eierpresse. Und ein Knoblauchöl kann ich herstellen. Die Schleim-Eierpresse möchte ich wirklich gerne mal herstellen. Was hat der Diamant gebracht? 750. Das ist gut. Das ist wirklich gut. So. Jetzt heißt es für mich erstmal. Erze ablegen. Davon 1, 2 mir nehmen. Und mir noch einen Barren nehmen. Und den Ring herstellen. So, der kommt weg. So, 1700. Ich würde sagen, wir holen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Wassermelonen noch davon. Genau. Das ist der Plan. Dann kommen wir zurück und stellen nochmal 7. Ich kann, wenn ich zurückkomme, nochmal. Also 3 mindestens. Ach, weißt du was, wir rechnen das mal kurz aus, wie viel. Es geht darum, wie viel Speicherplatz wir noch machen können. Damit ich dann ausrechnen kann, wie viel Samen ich da unten noch hinklatschen kann. So. Wir haben Bronzebahnen, 3 Stück hier noch. So. Einen Sprengler könnten wir schon mal machen. So. 1, 2, 3. Das sind 5 Stück. 5 Stück kann ich auf 5 Stück machen. Nein, kann ich nicht. Ich kann tatsächlich nur noch 4 Stück machen. Also insgesamt 5. Ach, weißt du was, ich mache die jetzt einfach. Jetzt, wo ich es. So. Also insgesamt 5 Stück kann ich machen. Das weiß ich jetzt schon. Eins, zwei, drei. So, das sind 10 Samen hier und dann nochmal 17 Samen insgesamt, also. Und ein Bienenhaus könnte ich auch mal machen. 17 Samen. Aber dafür brauche ich, glaube ich, eine Bienenkönigin. Ich höre doch Bienen.
Oder ist es einfach nur der... Wir gucken mal, wenn man was im Bienenhaus hat. Ahornsirup braucht ein Bienenhaus. Okay. Ja, das ist noch machbar. Wir haben Freitag, das heißt, das Geschäft hat auch offen. Ich bin so froh, diesen Ring zu haben. Endlich diese Qual mit dem Aufsparen vorbei. Willkommen. So. Also ich glaube, ich sollte es diesmal auch schaffen. Also 5 goldene zu bekommen, sollte ich eigentlich schaffen. Bei der Menge, die ich da anpflanze an Melonen. Ich hoffe nur, das lohnt sich auch. Finanziell gesehen. Zwei. So, und jetzt die 5. So. Nix da. Ich muss ja mal ein bisschen für Ordnung sorgen. Baumfällen. Ich brauche hier mal ein bisschen Platz. Ich glaube, ich werde das mal auch demnächst mal nach links auf 20er Felder erweitern, wenn ich genug Steine weg. Stein weg. Stein weg. Und jetzt die Axt nur noch. Das alles hier schön freigekloppt haben. Ach, den nehme ich auch noch mit. Jo. Das sind Ahornsirup. Okay, wie wär's damit Ahornsirup mal? Das da brauche ich. 2 Kupferbahnen, 40 Holz. So, jetzt habe ich aber ein bisschen Platz geschaffen. So. Dann gehen wir jetzt mal rüber, brechen die 2 Genonen auf
Ob da was rauskommt, ist die Frage. Ich glaube mal ja nicht. Danach gehen wir hoch zum Abenteuercenter und verkaufen da unseren Ring. Dann haben wir nämlich unser Inventar wieder frei. So, und währenddessen können wir mal gucken. So, haben noch nichts vor. Ja. Oh, zu spät. Dann geht's denn du noch zum Abenteuercenter? Oh, ich würde so gerne ein Feuerquarz haben. Aber ich komme einfach nicht an den Slimes vorbei. Genauso gerne würde ich auch die Minen gerne freigeschaltet haben. Zwei Sachen, also die Minen wegen. Okay, das ist nur Hintergrundgeräusch, die Bienen. Das. Jo. Ja, lohnt es sich da jetzt noch reinzugehen? Das ist die Frage. Schaden, 20 bis 30 Schaden. Bis 20 Schaden, ajo. Aber wenn ich die 6000 investieren würde, würde ich einfach mal doppelt so viel Schaden machen. Bis 20. 20 bis 30. Ja, doppelt viel zu viel vielleicht nicht, aber ein Drittel bis doppelt so viel. Sagen wir es mal so rum. Ne, falsche Richtung. Mein Traube gefunden. Frage ist, ob ich den noch irgendwo für brauche. Also für Wein vielleicht später, aber. So. Ja, vielen Dank fürs Zugucken. Damit beende ich mal die Folge und würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge. Tschüss.